Du wolltest campen? Ja, ich wollte campen. Yay. Ich darf runter. Spaßig. Ich würde sagen, hol mal lieber nicht die hier vor mir, sondern die weiter weg. Sind überhaupt welche weit weg? Oh ja, dahin. Willst du mir ernsthaft sagen, du siehst hier keine Nazi-Zombies, sondern Nazi-Zombie-Gebiet? In Schlamm. Naja, der Nebel. Gott, der hat einen Arm in der Hand. Kranker Dude. Kranker ist sein eigenes, ist gar nicht mal so krank. Ja, das ist sehr pragmatisch. Ingenieurskunst halt. Mich mit dem Arm eines anderen zu verprügeln? Ja. Oh, das war süß. Da hinten ist die Kirche, oder? Ich versuche ein paar Skelette zu snipen, aber wahrscheinlich. Verdammt. Schöne Position. Oh ja, das denn ist, glaube ich, die Kirche. Auferstehungskirche. Ich frage mich echt, wie es das als Blitzscreen macht. Ich glaube, das schockt. Denke ich auch. Deswegen machen wir es doch. Ich glaube, ich komme nach. Gönn dir. Stimmt, ich kann mir erstmal Muni. Stimmt, du bist da immer. Sieht man dich? Na, jetzt bist du ja schon. Nimmt man eigentlich Schaden durch Keller, Feuer? Oder? Ja, da müssen wir durch. Nimmt man Schaden durch was? Feuer. Ja, man nimmt Schaden durch Feuer. Ich wollte es ausprobieren. Das hat es. Mütze vom Kopf geschossen. War nicht schlecht. Ich habe eigentlich auch keine Ahnung, was überhaupt die Story von Sniper Elite ist. Warum man da nach Berlin muss und so weiter. Also ich meine, um aufs Boot zu kommen und um zu entkommen, aber alles dazwischen, was geht denn da ab? Wir müssen diesen okkulten Scheiß beenden. Müssen wir das? Ich meine, wir sind ja jetzt nicht der... Keine Ahnung. Priester-Squad oder so. Sind nur ein Haufen Dudes. Ich meine, zwei der Charaktere sind selber deutsch. Zwei? Ja. Der Doktor ist auch ein Deutscher, meine ich. Ja, mit der Brille. Schneidig. Ja, eben, und der andere ist der Schneidige. Ich glaube, diesmal lasse ich die Panzerfaust hier, die bringt's nicht so. Nee. Okay, du sniperst, ich gehe in Nahkampf. Ich muss gerade erstmal gucken, wo wir hier raus. Ach, hier, okay. Ja, ich snipe, du gehst in Nahkampf. Das klingt gut. Puh, mir das gut überlegt habe. Nein. Oh, irgendwas Sniper. Ich sehe keinen. Oh doch, da hinten. Komm durch um die Zombies, ich versuche den Sniper zu erwischen, wenn ich ihn sehe. Dude, der Sniper holt mich gleich. Alter, das war ein Treffer, wollte ich verarschen. Fuck, der ist in meinem toten Winkel. Hab ihn. Nice. Mit der Pistole gehe ich ab.
Stirb, du Zombie. Fuck, die haben mich erwischt. Im Haus oben. Das sagt. Heilige Scheiße, was hast du hier getan? Ich weiß nicht, die sind hier irgendwie alle reingekommen. Ich guck gerade noch aus dem Fenster und dann steht plötzlich zu dritt hinter mir. Ich brauch noch eben, bis ich bei dir bin. Hab noch 30 Sekunden. Ja, das reicht wohl. Pass auf, da oben hocken sie hart. Muss wahrscheinlich eine MP nehmen. Ist ziemlich schlecht zu verteidigen, die Schnelle. Selbstmordattentäter. Okay, das war jetzt unnötig. Wie lange hältst du noch durch? 10. Nice, Shotgun. Dafür ist sie da. Alter, wäre ich nicht durch das Fenster gesprungen, hätte der Attentäter mich bekommen. Knappe Sache. Angeknabbertes Bein. Nam nam nam. Ich hab schon wieder Hunger auf Fleisch. Scheiße. Später mal einen Döner essen oder so. Oh, oh. Hast du jetzt eigentlich mal einen Döner probiert? Nein. Alter, können wir mal. Irgendwann. Gönn dir erstmal hier runter. Auf dem Weg. Liegt ja noch Loot. Nope. Im Bunker ist noch Loot. Oh cool, ist er wieder im Bunker? Nein, hier ist ein Mini-Bunker. Kannst du vielleicht noch ein bisschen looten? Ich finde die Laufanimation sieht so geil aus. Ich finde die Stechschritt-Animation sehr gut. Nice, Stolpermin und so ein Zeug. Du machst das! Ich hab vollstes Vertrauen in dich. Oh. Eiskalt davongelaufen. Ja, hier haben wir eigentlich Franzosen spielen sollen. So, okay, was sind denn hier die Pläne? Okay. Hier der Einmarsch. Und hier die Flanke. Aha, ja, gute Taktik. Ich meine, hätte man genauso gut auch draufschreiben können. Zombies gleich Win. Oh Mann. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Naja, wenn du das Blut hier so anguckst, wahrscheinlich nicht mehr viel, so kurz vorm Tod. Aber ich meine, du hast ja gehört, The Fatherland will not fall. Oh Mann. Ich liebe dieses Intro. Es ist einfach das beste Intro zu einem Spiel ever. Oh Mann. Ich sollte mir Sorgen machen. Na dann. Irgendwelche Abschiedsworte? Nein. Viermal nein. Dann. Ich auch. Nein.